Die Qualität von Burn-Controller ist heftig. Und ich stehe da immer noch dahinter. Die, die haben die beste Qualität auf dem Markt. Aber die Lieferzeit war nicht so der Yellow from the Egg. Aber ja, auch die Konkurrenzfirmen King und Scuf sind da auch nicht wirklich besser. Es gab halt nicht wirklich einen guten Support für Deutschland, weil es halt eine französische Firma ist. Und eigentlich an den Controllern für die Zuschauer per Verstellung und so, da war eigentlich gar nichts verkehrt, Digga. Das war alles wunderbar. Ich habe auch, ich weiß nicht, Pi mal Daumen, wie viele, ich habe tausende Controller verkauft in den 2 Jahren über Burn. Und ich kann mich an höchstens 10 Beschwerden erinnern, die ich bekommen habe per Facebook oder meinem Twitch-Chat. Da hat sich wirklich fast keiner beschwert, weil die Controller so heftig sind. Jetzt mache ich Werbung für eine Firma, die ich nicht mal, von der ich nicht mal gesponsert bin. Aber die waren einfach geile, die haben einfach die besten Controller, finde ich, auf dem Markt. So. Und meine Freundin hat, als wir uns kennengelernt haben, hat sie sich einen Allotrix Controller gekauft, den ich damals vermarktet habe, diesen blauen mit diesem Fuchs drauf. Und dieser Controller hat jetzt bei ihr Pi mal Daumen 3 Jahre gehalten. Der ist letztens erst kaputt gegangen, aber nicht der Controller selber, die Funktion, also zum Beispiel die Pedals, die Sticks oder so oder irgendwelche Knöpfe gehen nicht mehr, sondern der ging einfach gar nicht mehr. Kann auch sein, die Platine drinne geht dann irgendwann kaputt oder der Anschluss vom USB-Kabel. Aber der Controller an sich, also das, was eigentlich wichtig ist, so Sticks und so, was eigentlich bei vielen Controllerfirmen immer richtig schnell kaputt geht, gerade die Pedals, ne? Ja, das ist immer noch on point und das nach 3 Jahren. Ist absolut krass. Aber ja, ich bin da transparent zu euch. Das Problem war, dass die Sachen, die im Vertrag standen, nicht eingehalten haben. Mir gegenüber. Und man musste denen immer hinterherrennen. Und seid mir nicht böse, Livestream, das ist gar nicht abgehoben. Aber wenn man hunderte Controller pro Monat verkauft, hunderte, und das wirklich fast in die ins Vierstellige geht, was man an Controller verkauft, jeden Monat, und man voll hinter der Firma steht und seine ganze Community die Controller feiert, und dann sagt man so, ja, das würde man sich wünschen, ich hätte gerne mal so einen Controller, ich hätte gerne einen Controller mit mehr Akkulaufzeit, mit beleuchteten Sticks, mit dem und dem Design, mit den und den Trigger-Stops, bla bla bla. Von mir und auch von euch, meiner Community, meinen Zuschauern, und die haben gar nichts umgesetzt, Digga. Ich weiß auch warum, ein bisschen was kann ich sagen, die hatten interne Probleme, die haben sich intern alle gegenseitig gefickt, die haben da irgendwelche Streitereien gehabt, haben sich gegenseitig verklagt und da saß der ein oder andere in der Machtposition, auch eine Frau, die hat sich no push gegen die Frauen, ne? Haltet euch mal jetzt die Ohren zu, aber ich glaube, dass es so gewesen ist. Das war eine Dame, die war an einer Position, wo sie nicht die Intelligenz und den Arbeitswillen für gehabt hat. Die war einfach unzuverlässig, unerreichbar. Die muss sich dahin gebumst haben in die Stellung. Die hat da nichts zu suchen gehabt. Das war ganz schlimm mit der. Und die war für die Auszahlungen der Influencer, mir, war die zuständig. Und ich glaube, ja, 2 Jahre Partnerschaft sind 24 Monate. Ich glaube, von 24 Monate Partnerschaft habe ich an 2 Monaten mein Geld pünktlich bekommen, wie es im Vertrag stand. Manchmal habe ich mein Geld gar nicht bekommen, dann habe ich es am nächsten Monat wieder draufgeschlagen. Und ich konnte, es war alles so ein bisschen undurchsichtig, konnte aber manche Zahlen konnte ich einsehen, manche konnte ich selber nicht überprüfen. Zum Beispiel bei dem Allotrix Controller habe ich eine Provision pro verkauften Controller bekommen, aber das habe ich gar nicht gesehen, wie viele verkauft wurden. Da hätten die mir sagen können, hey, du hast hier nur 2 Stück verkauft, dabei habe ich 200 verkauft. Wisst ihr, wie ich meinen Livestream? Und dann, auch wenn ich gut verdient habe bei denen und immer noch hinter den Controllern stehe, da bin ich raus irgendwann, Livestream. Ich bin ein richtiger Deutscher und was im Vertrag steht, wird eingehalten, weil die verlangen es ja auch von mir, dass ich es einhalte. Da würde, glaube ich, jeder von euch wäre nach einem halben Jahr schon weg gewesen, sagen wir mal so. Auch wenn man gut verdient hat und die Controller gut waren. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht starten wir irgendwann mal wieder eine Partnerschaft mit denen. Bräuchte ich aber einen besseren Kontakt. Mein Kontakt, der hatte auch immer so seine eigenen Geschäfte und seine eigenen Real-Life-Probleme. War alles ein bisschen kurios, Jungs. War eine geile Partnerschaft, ich fand's geil, meine erste Controller-Partnerschaft, aber ja, da war viel Potenzial. Jeder von euch, der einen Burn-Controller gekauft hat, Digga, manchmal stehe ich so auf dem Schlauch. Warum fällt mir das Wort jetzt nicht ein? Bruder, ich könnte kotzen. Das fuckt mich so ab, Livestream. Wenn jemand dir etwas rät, dann ist es eine... Digga, ich muss wieder mehr Bücher lesen. Ich bin gerade Brain of Car.
Empfehlung, meine Fresse, leicht für mich. Ohne Schuss. Ich geh mir einfach selber eine Backenstelle, Digga. Wenn das jemand klippt, das ist ein Hurensohn. Digga, wie kann man so auf dem Schlauch stehen? Ich muss wieder Bücher lesen. Mich fuckt das richtig ab, Livestream. Wenn man einfach so ein simples Wort nicht mehr... Alter. Wie der größte Analphabet. Das macht mich richtig sauer. Ohne Scheiß, Mann. Auf meine Empfehlung hin haben sich viele Leute einen Burn-Controller gekauft und die wissen, dass die Qualität on point war, Digga. Ich hab mich gerade selber im Stream geohrfeigt. Beste Leben, Kappa. Der Rabattcode geht noch immer. Ja, Bruder. Da haben die es nicht mal geschafft, den Rabattcode rauszunehmen, obwohl ich ewig nicht mehr bei denen bin. Weiß Bescheid. Okay. Ein Gastyp. Schön, Digi. Sehr gut. Ja, gut. Ja. Der kann nicht mehr rumgasen hier. Manchmal muss ich auch gasen, aber. Okay, der war schlecht. Der war schlecht, Digga. Geh nicht der war richtig schlecht, ja, okay, aber. Ja. Der Spitfire-Skin erinnert an Akizuki. Oh, Bruder! Pain! Pain, grüße gehen raus an dich. Ich schwör's dir, ich würde meine linke Leber für einen Akizuki-Skin verkaufen. Aber warte mal, lass mich mal überlegen. Ich glaube, bei einer Lebertransfusion, dann nehmen die nicht eine Seite, sondern ein Teil der Leber, oder? Stimmt, Leber muss man hat zwei Lungen und zwei Nieren, glaube ich. Oder zwei Lungenflügel. Zwei Lungenflügel, Nieren. Und du kannst auch mit einer Niere leben. Es gibt ja manche, die haben eingeschränkte Lungenfunktion. Da ist dann eine Seite so irgendwie halt verkümmert oder abgestorben, sage ich jetzt mal. Aber die können halt noch atmen, aber halt eingeschränkt dann. Aber wenn deine Leber dead ist, Digga, du hast nur eine Leber, dann ist deine Leber dead. Aber Niere, das ist doch in manchen Ländern, Digga, fährst du hin als Tourist. Genau, die betäuben dich mit K.O.-Pillen, ficken dich in den Arsch, Digga. Schneiden dich auf, Digga, klauen deine scheiß Niere. Goldene Sniper. Ja. Wollt meine Kiste haben? Was soll ich denn machen? Da. Och, der hat wieder eine Shotgun, Mann. Oh Gott, ich mach da wieder scheiße viel Damage mit der Scheißwaffe, Mann. Bei mir macht jemand 10er, 15er jetzt die wacke Scheiße, Mann. Das ist einfach so unfair. Ja, Mann. Ganz. Ja, komm, was? Ich bleib doch hier. Achso, ich dachte, er wollte mich. Ah, was sorry. Ja, ich kenn die Leier. Bald bin ich ausgezogen, da wird rumgebrüllt all day long, Alter. Beste Leben wird das sein. Dann weiß ich immer. Bruno Prot. Ich sehe bei deiner Aussage, weil es ist ja mit einem Ausrufezeichen, sehe ich keine Frage. Das ist so, das läuft hier nicht so. Warte mal, guck mal. Ich bin Streamer, Digga. Ich bin nicht deine Nutte, ne? Du kannst mir nicht hier einen Stapel Geld hinhauen und sagen, lutsch. Weißt du, ich meine? Wenn du eine Frage hast, dann fragst du, kannst du bitte mal Keybindings zeigen? Und dann sage ich vielleicht, okay, mache ich für ein paar Nudes deiner Mutter, aber du schreibst hier nicht in den Chat, Keybindings, Ausrufezeichen, hast du mich verstanden? Und das Geld hat mir übrigens deine Mom eingebracht, Digga. Die schicke ich schon seit einer Weile auf den Strich, man kennt ihn. Jetzt muss ich die Scheine wieder ordnen. Ich kann übrigens auch nicht der Einzige sein, der immer die Scheine im Portemonnaie nach den, ihr wisst schon, also ordnet. Immer 10er zu 10ern, 20 zu 20, weil damit weiß ich immer genau, wie viele Scheine ich von welchen hab. Ihr wisst schon. Manchmal bin ich ein kleiner Autist, aber nur manchmal. Einfach Bayern 08, meine Fresse. Danke für die 4 Monate. Viel steht für Lifestyle, weiß Bescheid, Digi. Ey, Allotrix, ich feier dich hart. Liebe geht raus. Dankeschön, Digi. Kuss. Ihr seht, ich muss hier gerade richtig schnell reden. Kollege Double Time, der Boss. Ihr kennt ihn. Marley, danke für deinen Resub für 6 Monate mit Prime. Apex geht immer. Geht klar. So wie Sex mit deiner Schwester. Geht auch immer. Nee, Spaß. Bitte jetzt nicht den Sub canceln, Digga. Danke für dein halbes Jahr. Mach das Jahr zu, sonst veröffentliche ich News von deiner Schwester. Kappa Klaus, Klapperstrauß. Danke dir für die 6 Monate. Extra so, davon läuft er. Der ist weiß. Der ist tot. Nice, der andere. Ja, lauf mal weg, du hast keine Aim, Mann. Ich hab dich angespuckt. Der wird gepusht. Gönn dir. Ich heil meinen Shield. Gemütlich. Wo ist der Pisser hin, Alter? Was schießt der mich überhaupt an? Der ist einfach durchgezogen. Nee, da, der wird den. Gönn dir, ich mach nichts. Ich hab veraimt. Gönn dir. Ja, ist One-Shot. Ah, nicht mal gelogen. Guck, auf Ehre, Digga, hab ich dir gelassen. Hä, ich hab nur einen Kill dazu bekommen. Lul? Der andere war recovered. Deswegen. Ah. Das wäre ein Kopfschuss gewesen, eigentlich.
Ach, das war's ja schon wieder. Ja, das war wieder. Falls ihr nicht wusstet, Livestream, wenn die Runde vorbei ist, könnt ihr euch noch heilen. Also erstmal ein Phoenix-Kit reinhauen auf Ehre. Damit ich auch beim Fullscreen schön full life bin. Ah, das war eine richtig schöne, intensive Runde, Digga. Oft Gegner getroffen. Die ging auch, glaub ich, nicht so lang, oder? Der random 0 Kills, 83 Schaden. Oh, Bruder, wir haben gut verteilt, Mann. Wir haben gut verteilt, Mann. Schmeckt. Sind sie da drinne? Nee. Wo sind sie hin? Oben drauf, immer noch. Runtergesammt. Wer ist denn jetzt hier? Vielleicht war es auch nur einer. Oder hast du mehrere gesehen? Nee, ich hab nur einen gesehen. Der hat halt geschossen, ne? Ja. Kommst du dir? Unter uns. Ich nur, ne? Frage ja, ganz unten oder in dem Komplex? Ich bin runtergesprungen auch. Er ist safe in dem kleinen Räumchen drin, oder? Digga, wenn er hier drin hockt. Digga! LOL, er steht auf der Tür! Digga! Tatsächlich! Ich dachte gerade, warum schießt du auf die Rüstung? Digga, what the fuck, Alter? Er war doch da drin, siehst du?